Hallo liebe Teste Freizeitparks-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teste Freizeitparks TV. Wir sind hier heute bei Karls Erlebnisdorf in Rövershagen und nehmen euch mit zur Eröffnung vom neuen Bonbonland. Viel Spaß mit dem Video. Okay, also ganz herzlich willkommen in unserem neuen Bonbonland. Das ist Karlchens Showbühne hier, wo wir hier stehen. Und wir haben extra zum allerersten Mal bei Karls in der inzwischen 26-jährigen Geschichte an einem Freitag so eine Eröffnung auf den Freitag gelegt. Und zwar mit dem Zweck, ein bisschen zu trainieren, damit unsere Mitarbeiter, für die hier alles neu ist, alle Fahrgeschäfte neu sind, alle Gastronomie, die Handelsbereiche und so weiter, alles ist neu, die sollten das trainieren oder sollen das heute üben und gucken, wo so kleine Problemchen stecken. Jetzt waren wir heute Morgen ein bisschen überrascht, dass doch ganz viele Leute hier sind mit Kindern, die nicht schulpflichtig sind. Das haben wir nicht richtig einkalkuliert. Davon gibt es ja auch sehr, sehr viele. Und jetzt ist es doch auch schon etwas voller, als wir dachten. Freuen wir uns auch drüber. Dieses Bonbonland, wir gehen hier gleich gemeinsam einmal durch. Und Bernd ist so lieb und schleppt auch hier diese Box, die hat aber Räder, glaube ich, hinter uns her, sodass ich dann auch immer so ein bisschen was darüber erzählen kann. Wir haben ehrlich gesagt erst vor einer halben Stunde aufgehört mit den Bauarbeiten. Das war echt heftig. Also wir haben das so, ich wurde eben gefragt, ob wir es geschafft haben. Also uns haben wir dabei auf jeden Fall geschafft. Und es ist aber auch alles fertig geworden. Irgendwie ein Wunder. Man versteht es nicht und fragt sich irgendwie, hätten wir den Termin auch... Oha. Die Durchsage funktioniert auch. Also die Lautsprecheranlage hat den Test bestanden. Das passiert ab und zu mal, dass hier ein Kind verloren geht. Wir haben, dabei fällt mir gerade ein, so eine kleine Geschichte bei Karls. Da vorne am Eingang gibt es ein kleines Display. Da kann man sich ein Armband nehmen. Da liegen Kugelschreiber, da kann man seine Handynummer raufschreiben. Und dann kann man das Kind dann umbinden. Falls sie verloren gehen, dann kann man die Eltern anrufen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann klären die das hier quasi untereinander. Ja, also wir haben hier ordentlich gebaut und ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir uns natürlich immer wieder fragen, hätten wir das auch eine Woche früher machen können, dann wäre es genauso stressig gewesen oder hätten wir es irgendwie 2 Wochen uns mehr Zeit nehmen müssen und dann wäre es vielleicht genauso geendet, vermutlich ja. Also insofern... Es gehört dazu, aber das ist so ein toller Geist. 240 Leute, Künstler und Bauarbeiter waren hier die ganze Nacht mit auf der Baustelle, die letzten Wochen und Monate. Und das ist so eine schöne Stimmung, heute Nacht um 12:30, als dann sich so allmählich alles aufklart und die letzten Baugerüste rausgetragen worden sind. So ein Zusammengehörigkeitsgefühl und sowas Schönes zu erschaffen, das macht auch wirklich viel, viel Freude. Und es ist ja nicht nur das Bonbonland, was heute eröffnet, sondern auch unsere neue Eiswelt, nämlich die 17. hier in Rövershagen. Und das Motto für die diesjährige Eiswelt heißt Afrika, Expedition zum Kilimanjaro. Und auch da sind wir heute Nacht mit ein paar Leuten nochmal durchgegangen, weil dann erst so richtig der Sound und die Beleuchtung fertig war. Es ist traumhaft schön. Wir gucken uns das gleich zusammen an. Dieses Bonbonland
Das ist ja in einem Gebäude, das gab es ja hier vorher schon bei Karls. Dieses, wo ich entferne mich hier anscheinend zu weit von dieser kleinen Box. Das Bonbonland gab es schon mehrere Jahre. Nicht das Bonbonland, aber das Gebäude, in dem wir hier sind. Aber es war immer so ein bisschen so stiefmütterlich von uns behandelt worden, weil eigentlich, als wir das Gebäude gebaut hatten, hatten wir so richtig keine Idee für das Gebäude, sondern es diente vor allem, um diesen vorderen Teil von Karls mit dem hinteren Teil zu verbinden. Und dann haben wir im letzten Jahr irgendwann das erste Mal diesen Begriff Bonbonland sozusagen im Kopf gehabt, weil ja die Bonbonmanufaktur ein ganz wichtiger Teil von Karls ist, wo Bonbons hergestellt werden, und haben dann uns überlegt, was ein Bonbonland alles ausmachen könnte. Es gibt ja die verschiedenen Disziplinen von Karls, also inzwischen sind es ja auch kleine Fahrgeschäfte, es sind die Manufaktur, Gastronomie und der Verkauf natürlich der Manufakturartikel, und das alles so auf so eine Art zueinander zu bringen, die auch ein bisschen neu für uns ist, also wo die Dinge nicht so voneinander getrennt sind, sondern eben zusammen wie hier im Bonbonland. Und da gehen wir jetzt gleich mal durch, und ich glaube, dann kann jeder selber sich mal so einen Eindruck davon machen, wie was für eine schöne kleine Welt das eigentlich geworden ist. So, das sind so, glaube ich, knapp 3000 Quadratmeter oder so insgesamt. Und die Leute, die hier für Karls arbeiten, das sind ja einige schon seit vielen Jahren, aber auch neue dabei, es sind immer wieder, kommen weitere so Talente dazu, das sind nicht nur Handwerker, das sind wirklich Künstler, und die lieben auch so, was sie machen, und da wird wirklich in jeder der für sein kleines Projekt innerhalb von diesem Bonbonland verantwortlich ist, der gibt da so viel Energie rein, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was hier die letzten Tage und Wochen, wenn man die einzelnen Leute mal beobachtet oder auch interviewt, zum Beispiel diese ganzen Rohre, die hier unter die Decke gehängt worden sind, die sollen so ein bisschen so diese Bonbon-Manufaktur auch mit unterstreichen, dieses der Transport von den Zutaten und so weiter. Das haben so 6 Typen gemacht, 3 Männer und 3 Frauen, die sonst auch die ganzen Dekorationen auf dem Pangea-Festival zum Beispiel bauen. Und die haben sich da so reingesteigert, die hängen da jetzt einfach so die Rohre, aber für die war das wichtig, wie jedes einzelne Rohr aussieht, wie diese Kupferoptik, dieses leichte, dieser used look sozusagen, das war für die einfach wichtig und elementar, dass die Rohre gut aussehen. Das ist so ein kleines Beispiel, und solche Leute gibt es hier so ganz, ganz viele, eben wie gesagt über 200, für die eben jedes Detail wichtig ist. So zum Beispiel auch diese Bühne hier, diese kleine Karlchen-Showbühne, auf der wir sind, wo Karlchen jetzt inzwischen endlich seine eigene Bühne hat, und wir haben ein kleines Bühnenprogramm auch schon entwickelt. Hier werden Kinder geschminkt, hier macht Karlchen Tänze mit den Kindern, und es gibt auch einen kleinen Bereich, wo man dann eben dieser Show folgen kann. Wir gucken uns nachher auch noch unser Kuddelmuddel-Familienrestaurant an. Da gibt es auch was Neues, weil wir haben in den letzten, sagen wir mal so, 1,5 Jahren und jetzt in den letzten Monaten noch ein bisschen mehr verstärkt so Feedback von unseren Besuchern, dass wir für Kinder auch mal was Gesundes anbieten sollen. Ich habe 3 Kinder, jeder weiß, dass man möchte die eigentlich gesund irgendwie ernähren, aber dann gibt es Pommes und die schmecken dann auch meistens gut und so. Und für viele ist es auch in Ordnung, dass man sagt, okay, in der Woche machen wir das Gesunde, und dann, wenn wir mal einen Ausflug machen, dann machen wir das nicht so Gesunde. Aber wir haben das jetzt uns zu Herzen genommen, und im Kuddelmuddel-Restaurant, da gibt es eben auch richtig frisch gepresste Smoothies oder frisch gepressten O-Saft, und es gibt leckere Bagels mit Chicken und Rucola-Salat. Aber es gibt auch Freak-Shakes, wer keinen Bock auf sowas Gesundes hat, mit Marshmallows und ordentlich Zucker drin, und es gibt auch Pommes mit Ketchup. Aber das alles ist im Kuddelmuddel-Restaurant eben zusammen. Und deswegen heißt es auch Kuddelmuddel. Das ist ja so ein richtig schöner Begriff für so ein Durcheinander. Die Speisekarte ist witzig. Die ist animiert auf so Bildschirmen, und ich habe mir die gestern Abend, ich hatte die vorher nicht gesehen, die Leute, die hier für die Gastronomie verantwortlich sind, die haben das kreiert, und es sieht super cool aus. Das sind alles so kleine Details, die könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. Solange vielleicht heute die Ruhe da ist, wenn nicht, jederzeit wieder. Dieses Kärtchen, gilt das nur für heute, Nadja, oder gilt das länger? Was? Oh, wie kleinlich. Kann man das nicht für länger gelten lassen? Muss ich mal mit der IT sprechen.
müssen wir mit unserer IT, weil da ja so ein Barcode ist. Ich glaube, wir kriegen das hin. Also insofern könnt ihr nochmal wiederkommen. Wenn nicht, dann tauschen wir die gegen eine andere vernünftige Karte aus. Ja, ich wollte noch eine Sache mal erwähnen, die uns sehr, sehr glücklich und stolz gemacht hat, falls es irgendeiner nicht mitgekriegt hat. Machen wir mal in Eigenwerbung. Wir haben nämlich, ach, das ist lieb, Anna, du bringst das gute Stück. Wir haben nämlich hier für unsere Bemühungen der letzten vielen Jahre ganz brandaktuell in der letzten Woche den Tourismuspreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewonnen, weil wir ja hier, ja, ach, das ist lieb. Danke. Das ist total nett. Dankeschön. Ja, es war für uns echt ein Ritterschlag und eine Überraschung, weil das ist wirklich so bei diesem Preis, ich weiß nicht, wie das bei anderen Preisverleihungen ist, aber bei diesem Preis war das so, dass wir davon nichts wussten, absolut nichts. Und das wird so richtig denn zelebriert, diese Überraschung, man ist einfach geschockt davon und das war, hat uns alle sehr, sehr stolz gemacht und ich habe dann am nächsten Tag ein Video gedreht für unsere ganzen Mitarbeiter. Wir haben so eine Gruppe, wo wir so ziemlich alle erreichen, weil das ja ein Preis ist, den alle gemeinsam verdient haben und wir ja, sind ja auch im Tourismus quasi so ein bisschen unterwegs. Ne? Wir sind ja nicht nur für Einheimische hier, sondern natürlich auch für alle Besucher von Mecklenburg-Vorpommern und haben ja Karls inzwischen auch als so eine Art Exportschlager in andere Bundesländer transportiert und sind auch dabei, das noch so ein bisschen weiterzumachen. Also da gibt es viele Sachsen und viele Sachsen-Anhaltiner und Brandenburger und so, die das hier aus dem Urlaub kennen und die sich dann freuen, wenn ihr geliebter Karls-Erlebnishof dann mal zu ihnen in die Nähe kommt. Gutes Stück, das ist übrigens hier eine Figur von Jastram und zwar ist das der heilige Christophorus, der Schutzengel der Reisenden. Also sehr, sehr passend. Steht seit Neuestem in meinem Büro. Dankeschön. Schwer. Schwer ist der Christophorus. Was machen wir jetzt? Aber wir wollen noch mal auch wenn wir eigentlich schon aufgemacht haben, wir wollen gerne trotzdem noch mal so ein rotes Band durchschneiden, weil wir dachten, das ist immer so eine schöne schöne Sache, einfach so das nochmal offiziell zu würdigen, hier die Eröffnung. Das machen wir da vorne nicht weit von hier, gleich hier 50 Meter weiter. Und dann schneide ich das durch. Und dann machen wir eine kleine Führung. Wir gehen mal nach oben in die obere Etage, schauen mal, was da so los ist. Wie bitte? Wir fahren dann mal zusammen mit der Achterbahn. Und dann gehen wir hier unten noch mal ein bisschen schauen und dann gehen wir in die Eiswelt. Und ganz am Ende haben wir im Kuddelmuddel ein paar Plätze für uns reserviert, wo es dann auch was zu essen gibt. Oder was Gesundes oder was Ungesundes. Gut, auf geht's. So. Ach so. Du gibst ein Zeichen? Oder ich? Achso, wir verdecken gerade das Karlchen. Oh, Entschuldigung. Also dann bei drei. Eins, zwei und drei. Schön. Dann ist das Bonbonland jetzt offiziell eröffnet. Das ist unsere neue Bonbon-Manufaktur. Das ist quasi letztlich der Namensgeber für das Bonbon-Land. Weil hier werden täglich, aber wirklich täglich, nämlich an 365 oder 63 Tagen, ich weiß es nicht ganz genau, Michael, macht ihr am 1. Januar etwa auch Bonbons? Nee, da werden keine Bonbons gemacht. Aber sonst werden... Ich darf das nicht abschalten zwischendurch, Entschuldigung. Also an allen Tagen werden hier Bonbons gemacht und zwar in, ich weiß nicht genau wie viele Sorten leider. Wo ist denn Adrian jetzt hingelaufen? Der sollte doch hier bei mir stehen. Komm mal her. Adrian, wie viel Sorten Bonbons werden hier gemacht bei Karls? In der Sommerzeit über 15 Sorten. Ach, und im Winter gibt es nicht so viele Sorten? Also wir haben zusätzlich im Sommer Erdbeerzeitbonbons und so weiter. Okay. Und welche laufen am besten? Erdbeersahne. Erdbeersahne, das war klar. Zweitbester? Erdbeere. Und dann? Erdbeervanille. Fruchtmix. Ah, okay. Okay, auf den ersten drei Plätzen hat irgendwas mit Erdbeeren zu tun, war ja auch kein Wunder. Und
Michael und die Leute, die hier arbeiten, ich glaube, Michael, bist du unser ältester bzw. der erfahrenste Bonbonmacher bei Karls? Ich glaube ja, ne? Über 10 Jahre, wow. Der macht, hat schon eine Menge Bonbons gemacht. Und heute das erste Mal seit 1,5 Stunden hier. Es ist also auch eine Premiere. Mehr Platz und ich glaube, 3-mal am Tag wird auch eine kleine Show gemacht, wo man, wo Michael und seine Kollegen das mit dem Headset den Kindern und den Eltern erklären, wie man Bonbons herstellt. Das ist nämlich hochinteressant. Und Zuckerstangen neuerdings. Genau. Gut, Nadja, wollen wir wohin? Ach, da hinten gehen wir. Gut. Okay, also das ist hier dieses Obergeschoss vom Bonbonland. Und hier gibt es eine Menge zum Spielen für Kinder. Es gibt, früher, wer das hier kannte bei Karls, es gab hier immer dieses, was wir Tobeland genannt haben. Das gibt es jetzt auch wieder, das heißt jetzt Bonbon-Villa. Wir haben dort so einen neuen Indoor-Spielplatz gebaut. Und was auch neu ist, ist diese Rutsche. Draußen gibt es ja unsere beliebte Kartoffelsackrutsche. Das ist für viele Kinder ein Hauptgrund, zu Karl zu fahren. Und diese Bonbon-Rutsche und dieses Tobeland, die sind uns wichtig, weil die kosten nämlich keinen Eintritt, null. Das heißt, hier kann man auch wirklich hergehen zu Karls und nichts bezahlen. Das ist nämlich gerade für Kindergartengruppen und so wichtig. Und wir hoffen denn darauf, dass die denn ihre Eltern auf die Idee bringen, nochmal wiederzukommen. Und dann vielleicht eine Tasse Kaffee zu trinken oder ein Glas Marmelade zu kaufen. Aber es gibt eben nach wie vor diese kostenlosen Angebote. Und es gibt aber hier oben jetzt auch 3 Dinge, nämlich einmal unseren Kaffeekannen-Express, diesen Kesselflieger und die Drops-Trommel. Das ist so ein kleines Karussell. Und zu dem Kaffeekannen-Express wollte ich kurz was erzählen, weil da oben läuft so ein kleiner Schwarz-Weiß-Clip. Ohne Ton, den kann man auch so verstehen. Und zwar, es geht um unsere Kaffeekannensammlung, weil viele Gäste, die hierher kommen, fragen uns, was das mit diesen komischen Kaffeekannen auf sich hat, die hier überall rumstehen. Und alle hier aus der Region wissen ja, wir sammeln Kaffeekannen und wir haben da auch schon 1- und 2-mal den Weltrekord mit erreicht. Jetzt inzwischen sind wir auch Inhaber. Ich glaube, der wird uns auch nicht mehr so schnell weggenommen, der Weltrekord. Aber um diesen Film zu drehen, haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen zu der Frau, die damals mal als Touristin hier war und uns ihre Kaffeekannensammlung geschenkt hat, nämlich 500 Stück, eine Frau Groß. Das war vor 10 Jahren ungefähr. Und wir haben die dann ja hier ins Regal gestellt und dann haben unsere Kunden beschlossen, ach, die sammeln wohl Kaffeekannen, dann bringen wir denen auch mal eine Kaffeekanne, dann sind es irgendwie mehr geworden. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Ich hatte so dunkel in Erinnerung, dass die irgendwie aus Nordrhein-Westfalen kam und wir haben versucht, irgendwie zu googeln, hatten auch einen Zeitungsartikel gefunden. Und der Kracher ist, also die ist jetzt seit 6 Jahren im Ruhestand und wohnt in Rövershagen. Die ist mit ihrem Mann nach Rövershagen gezogen. Ich finde das sowas von verrückt. Und da haben wir sie dann gefunden. Und die ist da auch, hat da so eine kleine Rolle auch eingenommen in dem Film. Und wir hatten Kontakt einfach verloren zu ihr. Jetzt ist sie, wir wissen jetzt, dass sie dauernd hier ist. Und sie ist so eine Frau, die sich um Kinder kümmert, die in Not geraten und von ihren Eltern entweder getrennt wurden oder wie auch immer, und hat über 20 Kinder so quasi mit großgezogen in ihrem Leben. Und die ist hier immer mal bei Karls. Das ist voll groß. Und das wird da auch erzählt. Nadja, wir steigen da ein. Wir fahren mal eine Runde mit dem Kaffeekannen-Express. Ist nicht schlimm. Also ich habe es schon 2-mal geschafft.
hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video dann gerne einen Daumen nach oben. Lasst vor allen Dingen auch ein Abo da. Wir sagen bis zum nächsten Video.